Ganz neu der Grinch. Es ist das Hitgetränk der Studenten. Hält wach, macht fit, Konzentration pur. Das verspricht zumindest der Hersteller. Grün, süß und lecker. Das neuartige Getränk aus der grünen Dose fördert die Konzentration beim Lernen und begeistert die Studenten. Ich nehme den Grinch jetzt schon seit ein paar Wochen. Ist ziemlich gut. Also die letzten Klausuren waren auf jeden Fall viel besser. Ich hatte voll die Energie den ganzen Tag über. Ich kann abends viel länger arbeiten. Seit ich dieses Getränk trinke, sind meine Noten so sensationell geworden. Der Grinch, der hat mein Leben total verändert. Seit ich den trinke, kann ich die ganzen Nächte durchlernen und ich fühle mich super fit. Das ist ein super exzellentes Getränk. Ich liebe es einfach. Das macht süchtig und ich finde es so toll. Erwerben können die Studenten den Energy Drink in jeder Cafeteria. Die grüne Dose befindet sich dank dem Erfinder Gary Green in jedem Kühlregal. Ja, der Grinch ist das Erfrischungsgetränk für Studenten. Die Ausdauer wird auf vielen Ebenen positiv verstärkt. Und ob beim Sport oder bei der eigenen Leistungsstärke, die Ergebnisse bleiben dank dem Grinch konstant hoch. Offensichtlich haben die Studenten nach dem Verzehr eine erhöhte Leistungsfähigkeit. Auch die Bereitschaft, Sport zu treiben, ist deutlich gestiegen. Allerdings kommt es einem leider auch so vor, als hätte der Grinch nicht nur positive Auswirkungen auf die Studenten. Nebenwirkungen gibt es bei jeder Nahrung. Beim Grinch ist trotz des Zuckergehaltes keine Gefahr vorhanden, beim Körpergewicht unnötig zuzulegen. Und die typischen Nebenwirkungen wie Nervosität oder Kopfschmerzen stellen beim Grinch wirklich keine Probleme dar. Gesundheitswissenschaftler Olaf Obst hat gegenüber dem neuartigen Aufputschmittel trotzdem seine Bedenken bezüglich der Gesundheit und spricht sich klar gegen den Grinch aus. Dieser Energy Drink, also der Grinch, der mag klassische Nebenwirkungen beseitigt haben. Aber, und das ist mir wichtig zu erwähnen, auf die vorhandenen Gefahren wird nirgendwo hingewiesen. Das Risiko, grün anzulaufen, steigt mit erhöhter Einnahme potenzartig. Die Tachykardie ist durchgängig besorgniserregend, führt zu Schlaflosigkeit und Wachsamkeit und als Folge dessen kann es zum Beispiel zu Krampfanfällen kommen. Die Leistungsstärke trägt dann dazu bei, dass man nicht mehr zur Ruhe kommt und inklusive der Aminosäuren können Muskelschädigungen entstehen und zwar dauerhafte. Laut dem Experten sollte man den Grinch lieber in den Müll werfen. Trotzdem ist die Nachfrage bei den Studenten noch sehr hoch.